So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen. Wie ihr bemerkt habt, reden die immer noch. Natürlich, weil ich direkt weiter aufgenommen habe. Ich muss ganz kurz zu dem Kollegen. Immer das teuerste, Freunde. Was? 1400? Okay. Wir sind mittlerweile Rang 3. Das ist schon stark. Ah ja, sie braucht erstmal 700 für die nächste Passive. Nichts Neues, Freunde, nichts irgendwie Wichtiges. Werden uns bald wieder, werde ich tun. Wir werden uns jetzt dann auf den Weg zurück nach Kasardis machen. Schauen wir uns noch kurz dieses zerrüttete Lager an. Ey, wir kommen vorbei und hier geht's drunter und drüber. So. Der Erweckte tritt auf, wo man denken könnte, oh, neue Hoffnung für uns, aber eigentlich lockt er die Viecher nur so an. Weil die haben alle dieses Zeichen auf der Stirn, dieses ungewöhnliche Zeichen, das mir wie so eine, ich weiß nicht, wie als würde man eine Kuh brandmarken. So ein bisschen wirkt's. Wer bist du? Reinhard, hey, Reinhard. Hi there, been some time, hasn't it? Enough time to become well famous in your case. Hey, ist schon eine Weile her, oder? Lange genug, um berühmt zu werden in eurem Fall. The Arisen. Tis the second coming of Duke Dragonsbane, I dare say. Der Erweckte. Als würde Herzog Drachenband zurückkehren, möchte man meinen. I like it, friend. I like it well. Gefällt mir, Freund. Gefällt mir gut. Now, let us talk of business. Nun kommen wir zum Geschäft. Ihr werdet ein Narr, euch meine Waren nicht anzusehen. Du kannst verbessern. 94.000 Gold? Now, let us talk of business. Let us talk of business, mein Freund. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich habe irgendeine Rüstung an dich. Hier. Wunderbar. Was hast du mir anzubieten? Ich glaube, nichts Besonderes. Nee, Nüsse, Saugfähige, Lappen, Flaschen, das Übliche. Hier, da was Besonderes? Schlangenhaut. Die Haut einer wilden Schlange wird zur Herstellung von Waffen und Rüstungen verwendet. Okay. Spinnengift. Gift aus den Drüsen eines Spinnentiers wird zur Herstellung von Waffen und Rüstungen verwendet. Hier noch ein paar Waffen und Rüstungen, wo ich immer noch darauf spekuliere, dass wir da früher oder später eigene Gegenstände... Also, es wäre schon eins der ersten Rollenspiele, bei denen man keine Rüstungen findet, oder? Now, let us talk of business. Die Frage ist, ob ich kurz unsere Gegenstände zumindest verbessern lasse. Hier, 240... Come on. Wer weiß, wann wir was finden. Und wir haben so viel Cash. Ja, macht es auch noch. Okay, das kostet schon ein bisschen mehr, aber drei, also ist jetzt auch nicht so wild. Vagabundenrüstung machen wir auch auf Stufe 2. Stufe 1. Ich würde sagen, die ganzen Rüstungen, die pushen wir jetzt mal ein bisschen. Ich wüsste sonst nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Mit dem Gold. 10 Gold, das ist ja nichts. Da die Monster ja auch spawnen, Freunde, gibt es sowieso unendlich viel Kohle. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns halt kurz die Arbeit und erhöhen zumindest die Stufe unserer ganzen Ausrüstung auf Stufe 1 Stern. Stufe 1 Stern, das machen wir kurz. Da haben nämlich auch unsere, da haben unsere Leute was davon und dann haben wir auch was davon. Let's go. Na. Wir wollen ja nichts überstürzen. Machen wir erstmal Stufe 1 bei jeder Rüstung. Das machen wir bei allen. Und dann schauen wir mal weiter. Ihr könnt von Wilfsfallen nicht verbessern. Ach so.
Ja, dann, Reynard, war's das vorerst. Auf baldiges Wiedersehen, sehe ich genauso, mein Lieber, sehe ich genauso. Wir sehen uns sicher bald wieder. Ah, wir können von Hilfsvasallen... Können wir nicht... Boah, es sind so ein bisschen nervig. Also wir können Trainingsvasallen, können wir die Ausrüstung nicht ausbessern. Vom Jäger zum Gejagten. Bezwingt 10 Wölfe, Region ganz Granz ist 2500 Belohnung. Mein Vater war ein Jäger, so wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Und jeder einzelne von ihnen starb unter den Fängen der Wölfe. Auch ich bin ein Gefangener des Schicksals, Herr. Ich habe Jägerblut in mir, aber ich möchte es nicht vergossen sehen. Würde doch dieses Land von den Wölfen befreit. Das haben wir ja eh schon, by the way, mal gemacht. Okay, da haben wir schon geredet. Fest verschlossen. Ja, der Trainingsplatz ist wahrscheinlich zerstört worden durch die Hydra. Dann lasst uns jetzt mal kurz unsere Aufträge checken. Also Blumen in der Lieferung, okay. Banditen ist woanders. Ratten habe ich auch noch nicht gesehen. Seevögel könnte man schaffen. Gespenster, untote Krieger, Spinnen, Zyklopen. Zyklopen, Freunde. Das müssen wir gucken, wo das ist. Und 10 Wölfe. Also die Wölfe kriegen wir hier bei Nacht wahrscheinlich nicht 10 Stück. Da müssten wir öfter hingehen. Bist du auch? Ah ja. Nee, alles gut. Ja, ich auch. Dann gehen wir jetzt mal zurück nach Casades. Quatschen mit den Leuten. Ich denke, dass wir die Wölfe auf dem Weg irgendwann erledigen. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie 2 Nächte warten und farmen, oder? Diese furchtbare Kreatur. Diese furchtbare Kreatur. Ich konnte sie von meinem Posten aus sehen. Was war das? Dann wurde sie beseitigt. Dem Schöpfer sei Dank. Ein Augenblick. Ist Kina nicht bei euch? Es heißt, ihr hättet das Dorf verlassen, um etwas für eure Wunden zu suchen. Ich glaube, ihr wärt mit ihr gegangen. In solch finsteren Zeiten sollte ein Mädchen nicht allein durch die Wildnis streifen. Irgendeine Ahnung, wo sie hingegangen sein könnte. Großartig. Kina ist verschwunden. Kannst du mal warten? Warum Shop? Des Streiters Scheidestadt. Ach, das ist der Friedhof. Jetzt warte doch mal, Digga. Meine Güte. Boah, ist der schnell. Wachen? Hey, wo rennst du denn? Auch der Ente ist besorgt sich um Kina. Ich hoffe nur, sie hat sich nicht allein in den Wald vorgewagt. Falls noch so eine Bestie wie diese Hydra aufkreuzt. Warte. Okay, ich glaube, sie schicken einen Haufen Wachen nach Casardis. Ja. Andromache, du bist noch nicht so lange dabei. Ne? Du bist noch nicht so lange im Team, also bitte stress mich jetzt nicht. The roads are safer than the brush, but still, we best stay wary. A cloud of unease hangs over the land east. Goblin! Wo? Strong as you may be, you're still human. There's only so much one can do. So stark ihr auch sein mögt, so seid ihr doch nur ein Mensch. Sehr viel vermag ein Einzelner kaum zu tun. Who's a fellow to turn to? An wen soll man sich wenden? Keine Ahnung, frag mal bei der Versicherung nach. Die sind da sehr kulant bei sowas. Nicht. Irgendwo war ein Goblin. Goblin? Oh, speichern, Freunde, speichern. Bevor mir wieder so eine Arroganznummer passiert wie ganz am Anfang. Du hast doch gerade völlig panisch rumgeschrien, Rook. Goblin! Ah!
bitte dich. Ich bitte dich. Oh, Leute. Wir haben gerade nicht im Ernst ihn getroffen, oder? Oh Gott, Freunde, wir können ihn verletzen. Da ist noch ein Goblin, den hauen wir auch gleich weg. Ja, nix stupid human. Stupid Goblin. Stupidy. Stupido. So. Ja, damit. Sag mal, was ist denn mit euch scheiß Goblins gerade los? Dämlichen Viecher. Ich bin bloß wirklich am Überlegen, wie lange ich die Leute noch quatschen lasse, weil klar, ab und zu bringen sie was Vernünftiges zustande, aber die sind die ganze Zeit am Quatschen, geben zu jeder Gasse ihr Kommentar ab. Und ich weiß nicht, wann mir das irgendwann hart auf den Senkel geht. Wir müssen auf jeden Fall noch mal in Casades dir mit den Leuten quatschen. Da gibt's auch noch... Ich bin mir auch sicher, dass es in Casades noch Geheimnisse gibt. Es gibt noch diesen Brunnen. Das haben wir auch noch nicht geklärt. Es gibt auch... Es gibt einen Haufen zu tun, Freunde. Jetzt ist der Brunnen offen. Es läuft mir kalt den Rücken herunter, wenn ich nur daran denke. Ich habe nicht. Ich gebe es offen zu, mein Freund. Ich habe mich aus Furcht vor dem Drachen im Brunnen versteckt. Und lasst euch eins von mir gesagt sein. Ihr tätet klug daran, euch von diesem Loch fernzuhalten. Ich war zu feige, um weit hineinzugehen. Und das war mein Glück. Von drinnen kam ein merkwürdiges knurrendes Echo und das Geräusch von Wasser. Dort unten ist irgendwas. Merkt euch meine Worte. Ich konnte es spüren. Das konnte ich. Ich werde bestimmt nicht wieder dort hinuntergehen und nachsehen, was es ist. Was? Ihr wollt dort runtergehen? Ihr seid wahrhaftig ein Held. Hier, wenn ihr aufbrecht, nehmt dies mit euch, damit sie noch zu irgendwas nützt. Ich werde eure Tapferkeit nicht so bald vergessen. Komm bitte nur lebend zurück. Echte Probleme. Das beunruhigende Fauchen aus Casades Alpenbrunnen hat einen Soldaten zu Tode geängstigt. Findet heraus, woher die Geräusche kommen, klettert in den Brunnen von Casades und erkundet seine tiefsten Winkel. Schönes Versteck habe ich mir ausgesucht, was? Beinahe ein Segen, dass ich blind vor Furcht war. Ich hörte ein tiefes Knurren. Als ich hier unten war, hätte ich weitersehen können. Zu grauenvoll, um es sich gänzlich auszumalen. Okay, das Geheimnis um den Brunnen wird von uns gelüftet werden, mein Freund. Ah, da ist unser Ältester. Augenblick, kleiner Fischer. Bitte schenke mir kurz Gehör. Seit ich Kina das letzte Mal sah, ging die Sonne auf und wieder unter. Sie sprach vom Hexenwald und dass sie ein Heilmittel für deine Wunden suchen wollte. Falls sie tatsächlich dorthin gegangen ist, ich bitte dich, suche Kina und bringe sie sicher zurück, ehe ihr ein Unheil widerfährt. Questioner.
verloren und wiedergefunden. Die Nachricht von Kinas jähem Verschwinden hat euch tief erschüttert. Sucht den Dorfältesten und findet heraus, wo sie sich aufhält. Brecht zum Hexenwald auf. Es geht die Kunde, Kina sei in den Hexenwald gegangen. Beginnt dort mit eurer Suche. Ey, Kina, was ist los? Gerade noch in Asien, jetzt im Hexenwald. Kina feels for you. She does. Your wound is oft on her mind. Kina fühlt mit dir, ganz sicher. Sie denkt oftmals über deine Wunde nach. I thought her holed up in her room, poring over one poem or another. But at last look, I found her gone. Ich wähnte sie in ihrem Zimmer, in irgendeinem Wälzer vertieft. Doch als ich zuletzt nachsah, war sie fort. She most like stumbled on some remedy for your condition and set out in search of it. Gewiss ist sie auf eine Arznei für deine Wunde gestoßen und ging los, um sie aufzutreiben. The last never was one to sit idle. I only pray danger passes her by. Das Mädel war noch nie geneigt, tatenlos herumzusitzen. Ich bete darum, dass die Gefahr an ihr vorüberzieht. Kina feels for she the Was hast du zu sagen? The Witchwood? It is well removed from here. Allow me to guide you. Okay, du weißt also, wo der ist. Freunde, ganz kurz, wir müssen das Dorf nochmal absuchen, auf der Suche nach weiteren Quests. Erstmal reden wir aber mit der Dame, weil wir haben den, das kriegen wir noch hin, das schaffen wir noch, ja. Ich hab die Mondglühenpflanzen. Was? Wir haben doch 5-mal Mondglühen. Ja, das ist die richtige. Ihr habt sie gefunden. Mondenglühen ist in dieser Gegend selten geworden. Ich bin erleichtert, es zu sehen. Good. That's the both of them. In truth, I am surprised to see them got so quickly. Gut, das sind beide. I'll work directly. With luck, we'll have everyone back to Elthia long. Tis your doing, cousin. I fear there's little I can offer you in thanks. Save this. Pray, take it. Now to make some medicine. Okay, falls ihr es verpasst habt, sie hat uns gedankt für unsere Hilfe und hat uns gesagt, sie kann uns nicht viel geben, aber das will sie uns geben. Und sie hat uns, glaube ich, so ein paar Grünlattiche gegeben, oder? Ich glaube, die abgelagerten haben wir selber gemacht. Naja, sie hat uns auf jeden Fall ein bisschen was gegeben. Also, ich hoffe, dass wir das... Es bleibt eigentlich schon lang genug da, damit man es lesen kann. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich versuche es am Ende noch mal kurz zu wiederholen, wenn es soweit ist, Freunde. Damit die, die vielleicht nicht gescheit aufgepasst haben, das dann auch noch mitbekommen. Gut. Sie hat ein Mondenglühen gebraucht. Okay. Und ein Sonnenglanz. Wenn ich jetzt die kombiniere, bekomme ich süßen Blütenstaub. Und hier haben wir noch die ganzen Erze. Können wir mit Kienspan machen? Zu einer Spitzhacke, die brauchen wir nicht. Oder haben wir schon? Das sind mit sauren Bestienrippchen. Nackenfettöl. Okay. Nee, lass mal unsere schnell verbessern. Chuck. Sehr schön. So, ich will mich jetzt noch im Dorf kurz umschauen. Man sagt, ein furchtbares Wesen namens Hydra würde in dieser Gegend sein Unwesen treiben. Erst euer Drache und jetzt diese Hydra. Was geht hier eigentlich vor, möchte ich mal wissen. Es ist ganz schön ungewöhnlich von diesen Ungeheuern, uns alle auf einmal anzugreifen.
Jemand sollte ihnen ihre Köpfe mit einem Breitschwert abhacken, damit sie mal sehen, was ein redlicher Kampf ist. Ja, es ist wirklich ungewöhnlich. Ich meine, solche großen Monster haben doch sicher auch ein territoriales Denken. Was willst du? Ja, das denke ich mir, dass ich dieser Teilerin freue. Also, es ist wirklich so. Es ist doch eigenartig, dass diese ganzen Viecher gleichzeitig angreifen. Und ich möchte wetten. Ich möchte wetten, dass das Ganze mit diesem komischen Typen zu tun hat, der ein bisschen aussieht wie der Imperator höchstpersönlich. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Das war's nämlich für heute. Wir werden das Dorf Cassadis nochmal absuchen komplett. Wir haben die Verwundeten heilen können. Wir werden das Dorf nochmal absuchen nach weiteren Quests und dann werden wir die Stück für Stück abarbeiten. Kinas Notiz, okay. Die ist vielleicht noch interessant. Ja, das ist halt ganz praktisch, dass wir jemanden dabei haben, der mitsucht, gell? Hier sind auch die Verletzten weg. Wer hat denn die aufgenommen, Freunde? Oder haben wir die gleich bekommen? Nackenfettöl. Zähes Fett aus dem Kadaver einer wilden Bestie. Nehmt es ein, um ein beträchtliches Maß an Ausdauer wiederherzustellen. Das können wir nochmal, daraus können wir Pfeile machen oder Öl. Okay, ja, interessant. Interessant, Freunde. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt kurz offline. Wer hat denn die jetzt aufgenommen? Irgendwer hat Kinas Notiz aufgenommen und ich finde sie nicht. Freunde, ich werde offline ganz kurz die Sachen mal wieder sortieren, also zweimal auf X drücken, dann hat sich's erledigt. Und ansonsten freue ich mich sehr darauf, die ganzen Quests mit euch zu erfüllen. Hier ist übrigens Kinas Notiz, die können wir dann lesen beim nächsten Mal. Oder wir nehmen sie jetzt schnell an uns und beim nächsten Mal lesen wir sie. Ich freue mich darauf sehr. Bleibt mir gesund, meine Lieben. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.